Nicolo, wir ziehen einen Schlussstrich unter die Sommervorbereitung 2023 von unserer zweiten Mannschaft. Nächste Woche geht's los mit dem Start in die Regionalliga-Saison. Wie zufrieden bist du mit den vergangenen Trainingswochen? Ja, bis auf eine Ausnahme, das Testspiel in Haladasch-Szombathé, haben wir sehr, sehr gute Vorbereitung gehabt, auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Und ja, die Jungs haben von Anfang an sehr gut mitzogen. Ich glaube, dass wir auch körperlich auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Und jetzt freuen wir uns, dass nächste Woche wieder losgeht. Selbstvertrauen tanken konnte die Mannschaft heute nach dem 3:1 Erfolg gegen Slowacko 2. Generalprobe geglückt? Ja, das Ergebnis passt, auch wenn es ein bisschen zu niedrig ausfällt. Wir haben es halt leider wieder verabsäumt, diese Überlegenheit, die wir gehabt haben, im Tore umzumünzen, auch die Torchancen zu verwerten. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man zufrieden sein. Gerade die erste Halbzeit war sehr, sehr strukturiert. Zweite Halbzeit mit den Testspielen ist dann die Struktur ein bisschen verloren gegangen, aber war sehr, sehr gute Dynamik am Platz. Und deswegen im Großen und Ganzen haben wir noch die letzten Eindrücke gesammelt, um nächste Woche dann auch die richtigen Elf aufzustellen. Die richtigen Elf, gutes Stichwort. Heute ein, zwei Spieler auch von oben mit dabei gewesen. Hast du schon ungefähr ein Gefühl, wie der Kader in den kommenden Wochen aussehen könnte? Na, muss man natürlich schauen. Es waren jetzt ein paar Spieler von uns oben in der Vorbereitung. Wird natürlich so sein, wenn die oben zu wenig Spielpraxis sammeln in der Meisterschaft, dann wird es so sein, dass sie Spielminuten bei uns bekommen. Und ja, man hat natürlich gesehen, auch welchen Mehrwert die Spieler dann für uns haben. Und deswegen bin ich froh, dass die Spieler da sind. Wenn sie dann so agieren und das Ganze annehmen bei Rapid 2, glaube ich, können wir eine ganz gute Rolle spielen. Dem einen oder anderen zwickt es ein bisschen. Gibt es gerne Knieprobleme bei Aristo Tambe, Kaisengele und Almi Oda? Wie schaut es da aus? Kannst du uns personalmäßig auch ein Update geben, auch schon im Hinblick auf das Spiel am Freitag gegen Krems? Ja, du hast es schon angesprochen. Also Almi Oda und Daris haben ein bisschen Probleme gehabt jetzt in der ganzen Vorbereitung. Beim Aristo ist schon ein bisschen länger. Da schauen wir jetzt durch einen Spezialisten, ist da drauf geschaut worden. Und ich hoffe, dass wir es jetzt im Griff haben, damit die dann auch benannt sind. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Vorbereitung eigentlich mit dem ganzen Kader durchziehen können, was sehr, sehr positiv ist. Und ja, obwohl wir nicht wenig trainiert haben, haben es die Jungs echt gut rübergebracht. Zum Abschluss noch, es geht am Freitag gegen den Kremser SC, eine Mannschaft, die gerade in der Rückrunde letztes Jahr richtig gut performt hat. Was erwartest du dir für ein Spiel am Freitag? Ja, ich weiß, dass Krems im Winter noch ganz hinten drin war, dass sie dann ein bisschen umstrukturiert haben, neue Spieler dazugeholt haben, knapp den Rückrundenmeister verpasst haben. Also eine Mannschaft, die auf jeden Fall sich im letzten halben Jahr gut eingespielt hat, Erfolge gehabt hat und punktuell nochmal verstärkt hat mit sehr, sehr erfahrenen Spielern. Also ist schon eine Mannschaft, sehr gestandene Mannschaft, die ich auf jeden Fall unter die Top 5 auch einschätze. Also gleich einmal ein sehr guter Gradmesser für uns und ich hoffe, dass wir da gleich gut reinstarten können.